Ja, meine Lieben, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil, dem Remake des vierten Teils hier auf der PlayStation 5. Und wir haben gesagt, wir machen kurzes Backtracking. Leider Gottes müssen wir da nochmal zurück, denn hier haben wir eine Wand mit Durchbruch und da können wir uns diesen Schatz nur holen mit ihr. Da brauche ich sie nicht unbedingt dazu. Das geht dann auch so. Da brauche ich nur einen kleinen Schlüssel, ja, den ich nicht habe. Oh ja, haben wir aber auch. Haben wir ja auch gefunden. Konnte ich auch gleich machen. Leute, dann mache ich das auch gleich. Dann sind gleich, dann machen wir kurz einen Backtracking-Part. Ich meine, ich bin eh schnell, jetzt sag ich ja. Dann machen wir das gleich, dann geht das gleich an aufwischen. Dann haben wir eigentlich das dann gleich erledigt und ja, und ja, das erledigt. Dann fällt uns nur mehr da hinten. Deswegen war der Kunde, aber das mache ich dann. Ist wurscht. Da muss ich dann sowieso nochmal hin. Können wir auch dann machen. Kunde auch gleich machen. Ich mache das dann einmal so. Ja, dann haben wir schon wirklich viel erledigt. Genau. So wird es gemacht, Leute. Da ist schon wieder so ein blöder Hund. So ein blödes Hundsviech. So, komm her da. Alles klar. Warte, ich schau noch, ob ich aufnehme. Ja, ich nehme auf. Passt. So, jetzt muss ich kurz schauen. In die Richtung ist einmal gut. Da ist dann nachher, da konnte ich vorher schon abbiegen. Dann machen wir das einmal gleich so. Und holen wir sie das mal. Weil wie gesagt, man kann dann sehr schnell mal vergessen und dann ist sie weg und dann komme ich nicht mehr dazu. Das ist verpassbar. Wir sind eh schon da. Wir sind eh schon fast da. Da jetzt durch. Und da können wir jetzt mit ihr. Und das geht nur mit ihr. Sonst geht das nicht. Sonst klappt das nicht. Was? Hallo? Herr Freak! Herr du Freak! Ja, danke. Herr du Freak! Da ist er. Okay, danke fürs Spinell, aber trotzdem. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass da auch noch einer aufersteht. Von den Toten zur Ritter. Na, so wurscht. So, dann werden wir dieses Räumchen auch noch klären, säubern. Und holen uns hier diese weitere Götze ab. Und was zum Lesen aus der Chronik der Familie Salazar. Der letzte Satz ist der Graf Ramon. Ja? Der ist aus der Familie Salazar. Nicht? Das ist der schiere kleine Trottel da, den was wir da am Anfang gesehen haben. Ja? Der, was einen Östrogenüberschuss hat. Der schaut ja sowas von weiblich aus. Der war der Typ. Ja, viel, sehr viel. Gut, dann haben wir das auch Gott sei Dank erledigt. Und da haben wir dann alles auch schon fertig. Da holen wir sie das noch. Dann haben wir das auch. Dann brauchen wir auf die Burgmauern auch nicht mehr rauf. So, wo bin ich? Bin ich falsch, oder? Nein, bin ich richtig. Hä? Nein, bin ich falsch. Bin falsch. Da bin ich. Kummer. Sag mal. Na, so geht's. Hä? Da bin ich. Da muss ich. Ach Gott, nein. Ist oft gar nicht so einfach, Leute. Ist oft gar nicht so einfach. So, dann da. Verkaufst du dieses Ding? Ja, später. Ich bin so reich, Menschel. Ich brauche das eigentlich alles gar nicht mehr. So, dann sind wir da, genau, dann muss man so. Dann wieder zurück. Wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen fad mit dem. Aber ja. Da müssen wir durchleilen. Da müssen wir durch. So, dann sowas, dann kommen wir da vorbei. Genau, wir sind eh schon wieder fast da. So, den nehmen wir gleich von hinten, den Freak. Passt. Kommt der eigentlich, aber Bursch, der eigentlich da, naja, machen wir. Weiß kaum, da, bam. Und wir können auch hier diese Schublade öffnen. Und wir sind schon wieder fort. Genau, hier der kleine Schlüssel.
Und jawohl, Schmuckkäfer. Ein Schmuckkäfer, ein Skarabäus. Und sag beim Abschied leise Servus. Jetzt haben wir eigentlich schon wirklich gut aufgedeckt alles. So, dann da wieder zurück. Ist ein bisschen verwirrend da. Und wir sind eh schon wieder da. Ja, ging schneller als ich dachte. Da wieder außer. Das hol ich mir nur schnell da. Liegt da ein Loot. Ich brauche Besetten. Ich brauche sowas von, was von Besetten. Wie ein bisschen Brot brauche ich. Gut. Ich dann mal anders hersetzen, ein bisschen, ich bin schon eingerust da auf dem Sessel. So, jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles hier mal. Da fehlt uns nur mehr da hinten den Quader, den können wir auch gleich machen. Da kommen wir eh gleich hin. Und jetzt gehen wir mal über die große Halle da runter. Das werden wir gleich noch machen miteinander. Schauen wir da mal einer zu haben. Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Oh, jawohl. Sieh dich einer an. Wieder 5 Spinellen dazu. Ich hab was Neues für dich. 55 haben wir schon. Es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ohne Spaß. Es ist wirklich ein Wahnsinn. So, haben wir sonst da geklumpert? Ja, die Schachbrille geben wir an. Götze, Schmuckkäfer, das. Ja, die. Ich kaufe fast alles. Das geben wir mal an. Die kunstvolle Halskette, die können wir aber auch noch schnell. Komm. Wenn wir schon dabei sind, schnell einfügen da mit einmal das da, dann haben wir das dann da, dann haben wir, weil ob 4 und bei 4 und 5 Schmucksteinen ist schon besser, wenn man die Kombination macht aus verschiedenen. Und da müssen wir den dann noch einer geben. Ist der höchstmögliche Wert, 59.200, mehr geht nicht. Das ist ein 4-Farben-Bonus von mal 1,6. Das ist das Höchste, was es gibt. Passt. Dann verkaufen wir den Scheiß auch noch schnell. Seltene Ware. So. Ah, gut. Dafür lasse ich einiges angenehme Reise. Da liegt auch noch was. Wieder ein Händler-Tipp. So, bitte kurz lesen. Ja. Gut. Gut. Dann machen wir eine kurze Speicherung. Denn es ist wieder viel passiert und ich bin sehr froh, dass man das Spiel nicht abschmiert. Denn, ja, wie gesagt, bei Resi 7, ja, ich mag nicht mehr drüber reden. So, und da haben wir gleich mal einen Quader, den können wir gleich mal ausprobieren. Und jetzt zeige ich euch, was ist ein kleines Rätsel, ist jetzt nicht sehr kompliziert. Man muss einfach diese Ausnehmungen da so platzieren, dass das dann reinpasst. Das muss man so dann umgeben. So. Das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Ich muss den Schatz da umbringen. Wo ist denn das jetzt wieder? So. Ja, gar nicht. Ah, da jetzt so. Und so. Das schaut gut aus. Genau. Ja, so wird es gemacht. Und wir bekommen wieder was. Ein Schätzelein. Schmetterlingslampe. Okay. Hab neue Ware, Fremder. Dann als nächstes gehen wir da mal rein. Halt dich schon mal fest. Auch extrem hübsch hier, diese Bahn da. Ja. Sala de Audiencias. Sitzen wir uns da mal einer. Dem Ding doch nicht schlecht, oder? Wirst du gleich sehen. Ja, siehst du, der war nicht mehr ausspäb. Und wir kommen. Hey, wir sind da. Ja, schnell gegangen, okay? Einmal anzumachen und wir sind da. Und jetzt sind wir hier bei diesem Schatz, wo ich vorher gesagt habe, den kriegen wir dann erst. Ne? Nämlich hier. Eine elegante Krone, cool. Und dann hier raus, machen die Tür jetzt auf. Und wenn ihr euch nur erinnern könnt, da haben wir gesagt vorher, vor ein, zwei Parts kommen wir dann da später erst durch.
wo auch diese Speichermöglichkeit ist. Und jetzt kommen wir da herunten raus. Genau. Ah, hier, genau, hier. Und wir sind wieder im Audienzsaal mit Gegnern. Recht, und so kann man es auch machen. Auf die harte Tour. Ah, roter Beryl, gut. So, und jetzt fehlt uns eigentlich da nicht mehr viel. Mein Gott, und wenn wir nur einen kleinen Schlüssel hätten, dann könnten wir dieses auch noch öffnen. Aber leider Gottes, es ist das Letzte eigentlich, was uns fehlt bis jetzt. Denn das haben wir jetzt gleich auch erledigt. So. So und so und so und so und das will ich so machen und das passt. Genau. Es ist jetzt nicht sonderlich schwer, ne? Oh, ganz was Schönes. Eine Justitia-Statue. Ja. Erinnert mich gleich an die Justitia-Kleriker. Könnt ihr euch auf den erinnern? Auch ein ganz tolles Spiel von mir. Habe ich auch gesuchtet. So, ja, wie gesagt, das ist bis dato das Letzte. Ich hoffe, dass ich nur einen kleinen Schlüssel dann ergatter irgendwo. Dann können wir auch hier. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg über die Wasserhalle nicht mehr gehen, bis da rum. Denn wir können hier den Abschneider machen, eben mit dieser Bahn. Und kommen da wieder raus, in der großen Halle. Und da machen wir den, einen großen Umweg. Den ganzen Burghofbereich, alles können wir da umgehen. Tolle Sache, ne? Finde ich echt cool. Ja, wie gesagt, Lords of the Fallen heißt das Spiel, wo wir die Justitia-Kleriker dann besiegen müssen. Eine der schwersten Bosse im Spiel. Und wir fahren wieder zurück. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir sind da. Und eigentlich jetzt, ja. Jetzt haben wir da ein bisschen weggedreckt. Weggedreckingt. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Willkommen. Ich weiß eh, dass du nichts hast. Kann ich da eigentlich irgendein anderes Klumpert auch noch verkaufen, was ich nicht brauche? Ich meine, den natürlich nicht. Den natürlich nicht. Die brauche ich. Das ganze Munizeug, also Munizeug, die ganzen, ja, die Rohstoffe, die konnte ich alle verkaufen. Gut, da eh nur zwei. Die verkaufe ich. Schießpulver, 34, brauche ich alles. Die Händler, gut, die, weg damit. So, dann sind wir schon ein bisschen leerer wieder, ne? Ja, ein bisschen gescheiter ist schon wieder. Ich meine, die Handgranaten, die kann man leider nicht verkaufen, die konnte ich nur wegschmeißen. Aber darum will ich es auch nicht hergeben, weil es ist ein bisschen... Genauso die Blendgranaten. Das finde ich schade. Die Sachen, Blendgranaten, das kann man nicht verkaufen. Aber wurscht. Die blöden Messer, die brauche ich auch nicht, oder? Die Küchenmesser. Die darf man wegwerfen. Die brauche ich nicht mehr. Ich sammle nur, ich habe eh mein ewiges Messer. Weg damit, weg mit dem Speck. Und damit geht's noch. So, passt. Und schon wieder ein bisschen geleert. Gut. So, jetzt wie gesagt, wir haben eigentlich hier alles. Ich schaue lieber nur einmal so oft. Denn, ja. Eh schon wissen. Jo, na, es geht ab zur Chimäre. Denn wir haben unsere drei Köpfe und die werden wir da jetzt mal einfügen. Ah, habe ich eigentlich, ja, die Ding habe ich eh angegeben, meine Aufträge. Ja, das ist noch im Gange. Da habe ich 2 von 3. Da fällt uns da nur eine Ratte und das haben wir fertig. Gut, das mit der Ratte, das kriegen wir dann später eh, das passt schon. Gut, dann gehen wir die einmal rein da.
Und das ist übrigens wurscht, das gibt automatisch dann eine auf einen Platz, das muss man jetzt nicht auf einen gewissen Platz geben, das macht automatisch, auf das muss man sich da nicht kümmern. Habe ich beim ersten Mal geglaubt, ich muss das auf die richtige Position bringen, wie es da eben auch ist. Leon, hinter dir! Zurück! Los! Lauf! Ich lauf nicht weg. Wart auf mich, Leon. So, und jetzt spielen wir kurz mal mit dir alleine. Und müssen jetzt, das ist auch ein bisschen schaurig, ja, jetzt diese blaue Lampe da an uns nehmen. Okay, erstmal brauche ich Licht. Und auch hier kann man einige Schätze übersehen, denn wenn man da am Weg mit ihr das ein oder andere nicht findet, beziehungsweise übersieht, kommt man da dann nicht mehr zurück. Ja, das ist jetzt einzigartig, was wir da mit ihr machen. Und sie bekommt dann einen Schlüsselbund mit 4 verschiedenen Schlüsseln drauf und mit die kannst du nur spezielle Kisten öffnen. Ja? Und wir gehen dann den ganzen Weg mit ihm auch noch, mit dem Leon. Allerdings hat der die nicht, die Schlüssel. Also, was man jetzt versammelt, du kannst dann nur mehr spielen, da kann man das Spiel dann nur mehr spielen. Außer ihr habt einen guten Speicher irgendwo gemacht. Ja? Aber sonst seid ihr da, das war's. Da könnt ihr auf Wiedersehen sagen. Ja? Und diese blaue Lampe ist schon sehr gut, denn auch hier werden wieder so Rüstungen kommen. Und ich kann hier, wenn ich die L2-Taste halte, kann ich die mehr oder weniger nicht, ich sage nicht versteinern, aber lähmen, mehr oder weniger. Da können sie sich dann nicht bewegen und ich kann leichter bei ihnen vorbeigehen. Sobald ich wieder loslasse, werden die wieder aktiv. Ja. Und da gibt es auch ein Achievement, das habe ich auch, dass man kein einziges Mal mit ihr die Gegner anvisiert. Ja. Also das ist dann auch nicht ohne. Habe ich aber auch geschafft. So, meine Lieben, dann geht es hier gleich mal weiter. Ducken, für die, die was schon vergessen haben, mit der Kreistaste. Und hier ist dann übrigens die letzte Ratte. Können wir mit dir aber auch nicht nehmen? Oder ist es? Warte, jetzt mal schrecke ich mich bei dem Zwölfender. Da ist jetzt, aber ich kann sie jetzt nicht töten. Das kann ich dann, muss ich dann mit dem Leon machen. Das ist dann die dritte für die Nebenmission. Jo, das ist dann erst oben. Achso, das ist der Schatz, was dort liegt. Das kann ich mir dann erst holen. Alles klar. Das holen wir dann erst. Ja, und die Uhr. Ist das eine Uhr? Ich finde dann einen Notizzettel, einen wichtigen. Da steht dann nämlich die wichtige Uhrzeit drauf. Hier einmal nur die Erklärung, dass es dann bestimmte Zeit dann einzugeben ist. Aber welche genau, das sehen wir dann erst auf so einem Spickzettel, den finden wir erst. Ich weiß es schon, weil das ist nicht random, das ist immer gleich. Es ist 11.04 Uhr. 11.04 Uhr, ja. 11 Uhr und 4 Minuten. Und wir bestätigen. Aber wie gesagt, ich gebe es gleich, weil es schon war's. Ändert auch nichts, es öffnet sich. Und ich könnte jetzt da schon runtergehen, ja. Also ich könnte da jetzt, aber ich brauche dann sowieso nur einen Teil, weil es ist eigentlich wurscht. Ne? Aber ich will euch den Weg genauso zeigen, wie er auch beim ersten Mal ist, wo man es noch nicht weiß. Sonst war es unfair. Und ich würde auch die ganzen, was ich vorher gesagt habe, diesen Schlüsselbund nicht finden können, wenn ich gleich da oben gehe, ja. Und einige Kisten verpassen, ja. Und das wollen wir ja alle nicht, oder? Und außerdem messen wir da später sowieso nochmal her, es ist sowas von wurscht.
ob man es jetzt gleich gibt oder nicht. So, da müssen wir dann später rein, ja. Aber jetzt müssen wir genau ans andere Ende der Bibliothek, ja. Ist jetzt aber auch nicht sonderlich schwer. Da öffnet sich dann ein Geheimweg, ja. Aber sechzeigel alles. Wir gehen jetzt einmal hier nach vor und machen dann jetzt einen U-Turn nach hinten und merken, dass uns das noch nichts bringt, weil wir einen Schlüssel nicht haben. Die Depp. So. Dann stellen wir den Schatz damit drauf. Und hier öffnet sich jetzt ein kurzer Geheimweg. Und hier können wir mal drehen. Eine Geheimtreppe? Genau. Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Du sagst das, Menschel. So, können wir die... Ja, wir müssen sie wieder nehmen, dass es wieder zugeht. Genau. So, und dann drauf, wir sind eh schon wieder da. Und wie gesagt, denselben Bereich gehen wir dann mit Leonard. Denn hier haben wir dann wieder so eine Vertiefung. Da müssen wir dann wieder mit ihm, seinem Quader, arbeiten. Und hier liegt der Schlüsselbund. Und der ist für sie wichtig. Schlüssel. Genau. Und jetzt, ja, das ist wie gesagt, das dann für ihn. Das holen wir uns jetzt als nächstes. Diesen Schatz. Und man hört sich schon gehen, ja. Aber ich schaue, dass es vielleicht das so schafft. Ich zeig's euch einmal, wie man es macht. Seht's? Wenn ich die anleuchte, dann kann ich mich da vorbeischwindeln. Komm ich da vorbei? Lass mich vorbei. Ja. So, und dann hier. Einmal noch. Und da durch. Und seht, hier haben wir jetzt schon eine von diesen Truhen. Und ich glaube, ich weiß es. Es ist der zweite. Genau. Der öffnet die erste. Und wir bekommen ein elegantes Parfumflakon. Und wie gesagt, wenn man das dann verpasst und mit ihr fertig ist, dann können wir den nicht mehr öffnen. Dann war das das. Als nächstes ist es dann oben. Jo, da können wir dann eh schon rauf. Genau. Das ist dann da. Mal schauen, dass wir da wieder vorbeikommen. Und dann ist das war der zweite und jetzt kommt der dritte. Wow, mal so geschreckt. Jedes Mal. Schnell zum Aufzug. Und jetzt schnell sein. Und den dritten nehmen. Der dritte. Also zuerst der zweite, dann der dritte und dann glaube ich der vierte. So, und fürs erste haben wir es einmal. Uah, gut so ohne. Ja, das muss ja auch sein natürlich, ne? Der Aufzug bleibt stecken. Gut. Leon? Ashley, bist du okay? Halt durch! Ich überleg mir was. Hier haben wir eine ganz wichtige Sache. So ein Wappen müssen wir da einfügen, ja. Aber das müssen wir erst holen, ja. Wofür ist diese Vertiefung? Ja, habe ich gerade gesagt. Dann werde ich einmal anspeichern kurz. So. Und hier haben wir die zweite Uhr. Und auch die müssen wir so einstellen, ja. Auf 11 Uhr und 4 Minuten. Genau. Und für alle, die das erste Mal spielen, das Spiel, da ist übrigens wieder Quader, da kommt, muss ich dann mit Leon wieder. Und da hinten ein weiterer Schatz. Ja, nicht vergessen. Aber vorher schauen wir da mal. Und hier liegt dieser Notizzettel. Hastig geschriebene Notiz. 11.04 Uhr. Setz. Und da wird man es dann sehen, wie man dann die Uhren einstellen muss. Ja. Also beim ersten Mal irgendwie logisch. Und wie ich es in Veteran gespielt habe, in der ja,
zweithöchsten Schwierigkeitsstufe, sind zwei römische Zahlen dargestanden. Also die Rätsel sind immer ein bisschen schwieriger dann natürlich auch. Ja. Nicht nur die Gegner, sondern auch die Rätsel ja, werden ein bisschen ja, herausfordernder. Und da hat man in Stundenzeiger auf die erste römische Zahl einstellen müssen und in Minutenzeiger, also in Stundenzeiger dann auf der anderen. Weil, ich sag's euch nur mal, das Ziffernblatt, wo bin ich denn? Wo ist denn die Uhr? Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn die Uhr? Also die ist, die sieht man nicht mehr, weil die aufgegangen ist. Da war die Uhr. Schade, sieht man jetzt nicht mehr. Jedenfalls, das Ziffernblatt waren römische Zahlen. So, und da biegen wir jetzt auch nochmal an. Und hier haben wir den nächsten Schatz. Und ich glaube, das ist jetzt der vierte. Ja, genau. Und dann gibt es dann, glaube ich, noch. Der ist dann weiter unten. So, dann haben wir das auch erledigt. Haben wir einmal alles gefunden. Da ist der Schrank mit der Sechseck, das ist dann für den Leon. Das ist auch, das macht sie dann. Ja. Und das ist dann erst, genau, das ist auch wieder, das ist da oben und das war, ah, das, ja, ist dann auch für ihn. Alles geil, war's schon. So, jetzt haben wir das. Und jetzt, weil der Lift kaputt ist, weil der Lift ja kaputt ist, können wir da nicht mehr fahren. Jetzt müssen wir hier über diesen Weg hier nach unten. Und aufpassen, da kommt kleiner. Dann werden wir uns da mal vorbeischwindeln. Ich hoffe, ich komme da vorbei. Oh, schön langsam. Und jetzt schnell drehen hier. Nicht sehr schnell, Menschal. Und das ist jetzt diese Abkürzung, was ich vorher gesagt habe. Und jetzt müssen wir da zurück. Wow. Denn hier haben wir mal alles erledigt. Genau. Und jetzt können wir hier, wo die andere Uhr war, eine. Genau. Und jetzt geht es hier runter ins Mausoleum. Da haben wir alles erledigt. Da schaue ich gerade. Das ist dann ja der Weg da jetzt runter. Das ist danach für den Leon, dieser Schatz. Das holen wir uns dann alles mit dem Leon. So, da kommen, einer ist dann noch, ein so ein Schätzlein, aber da müssen wir vor oben fahren, da nämlich. Der ist auch noch für sie. Aber du weißt jetzt gar nicht, was für Schlüssel das ist. Mach schon, mach schon. So. Ah, da kommen sie daher, die ganzen Freaks. Tschüss. Ja, ja nicht. Aber du wirst das noch. So, jetzt. Was habe ich gerade gesagt? Ja. Jetzt müssen wir. Auf jeder Seite sind zwei Schnüre zum Ziehen, ja, also Ketten. Und dem müssen wir schnell sein. Denn jedes Mal, wenn ich ziehe, erwachen Rüstungen zum Leben. Und jetzt müssen wir wirklich schnell sein. Einmal. Zweimal. Ah. Dann haben wir den dritten da. Bitte, tat's mir nur nicht. Boah, bist du, das war knapp. Vier hab mich gehabt müssen. Und da ist der letzte. So, und jetzt schnell durch. Und jetzt schnell durch, bitte. Bitte, bitte. Und raus. Genau. Und jetzt da ums Eck. Und da hinten versteckt ist die letzte Truhe. Ja. Und jetzt muss ich mal schauen, ist jetzt der erste? Ja, genau. Also es beginnt mit 2, 3, 4, 1. Smaragd. So, und jetzt schnell weg hier. Und da vorne Richtung Mausoleum. Und da haben wir jetzt auch noch ein kleines Rätsel. Machen wir auch noch schnell. Jo. Nämlich, das ist... Ihr seht, da ist eine Laterne, die gibt da so einen Schatten ab, aber das ist der falsche Schatten. Wir brauchen keinen Stern, sondern wir brauchen einen Halbmond. Darum tauschen wir das einmal aus, stellen den Vollmond her. Dann haben wir hier, das Richtige ist dann da. Hier ist der Stern. Und hier tauschen wir noch die anderen zwei aus. Den Halbmond mit dem Vollmond.
ist es jetzt. Wie gesagt, die Rätsel sind jetzt nicht wirklich so schwer, dass das halt dann passt. Das Licht von der Laterne muss immer das hintere ergeben. Und ihr seht es schon da drinnen. Da ist das Wappen, das brauchen wir. Das brauchen wir. Und jetzt müssen wir nur mal den Weg zurückgehen wie vorher, wo wir vorher waren. Nein, 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 nicht ausgehen. Das Problem ist jetzt, dass wir keine Laterne haben mehr. Aber jetzt müssen wir sie schnell durchkämpfen. So, ich schaue mal, haben wir nichts verpasst, nichts vergessen? Nein, wir haben alles. So, es ist eigentlich, es sollte funktionieren. Da können wir uns vorbeischwindeln. So. Und da schnell vorbei. Und da auch schnell vorbei. Und jetzt schnell sein, jetzt schnell sein, jetzt heißt schnell sein. Und, boah. Und sie kommen schon. Boah. Das erinnert mich so an Resident Evil 8, wie wir da in der Benevientos Villa waren, mit dem Baby, mit dem Riesenbaby. Boah, wie wir da mit dem Lift gefahren sind. Oder war dieser Schaß dagegen? Ein Lerchalschaß. So, ich überlege, ja, das war das, das holen wir sie mit ihm, das holen wir sie auch mit ihm, das holen wir sie auch mit ihm und das machen wir jetzt. Passt. Wir haben nichts verpasst. Alles da. Wow, schnell. Habt ihr das gesehen? Wie ich mich da vorbeizwickt habe. So, jetzt probier ich den. Da muss ich da wieder rein. Dann so. Wir sind eh gleich da. Und jetzt müssen wir den Geheimweg da rauf gehen. Mal jetzt schnell, so bitte schnell vorbei. Wow, weil der Lift funktioniert ja nicht. Ja, ja. Und die kommen auch nicht rauf. Das ist auch... auch von Vorteil. Und wir setzen das noch ein. Benutzen. So, ich mache noch einen Abspeicher schnell. So. Du runter? Ich fang dich. Ja, ist gut. Genau, und deshalb habe ich gesagt, holen wir uns gleich diesen einen Schatz vorher noch, ja, machen wir kurz Backtracking, denn jetzt haben wir sie wieder verloren, ja, und jetzt alleine könnten wir uns den Schatz nicht mehr holen, ja, darum, ist deppert, nur 55 Genauigkeit, das ist aber nicht viel, aber ich meine, ist eh wurscht, ist eh Schnurzpippen, aber ich sage nur, so, jetzt haben wir knapp wieder über der halben Stunde. Und schauen wir noch in Anfang vom 10. Kapitel und dann werde ich wieder eine Partpause machen. Puppe. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir.
Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, ha? Huh? Hey, Ada? Ada! Super. Okay. Immer noch dieselbe. Und hier im Vogelkäfig, ja, im großen Foyer, eingesperrt. Also eingesperrt sind wir hinter uns, ist eh schon offen, nicht? Aber ich tue halt nur so theatralisch das alles ein bisschen umbringen, ne? Dass das ganz, ganz wichtig und arg ausschaut. Sage ich auf Wiedersehen, ja, bis zum nächsten Mal. Und da hoffe ich, ihr seid beim nächsten Part dann wieder mit von der Partie, wenn es wieder heißt Resident Evil Teil 4, dem Remake auf der PlayStation 5. Baba, tschüss und bis zum nächsten Mal. Beherz mich wieder, bitte.